Ja, moin Leute, hier ist Philipp von basictutorials.de und ich wollte euch heute mal kurz die neue ESR Geo Wallet vorstellen. Ja, ESR hat uns das smarte Portemonnaie, das aktuell via Kickstarter finanziert wird, zum Testen kostenlos zur Verfügung gestellt, allerdings dabei keine Vorgaben gemacht, was wir sagen oder zeigen sollen. Ich habe mir die Geldbörse in den vergangenen 2 Wochen mal genauer angeschaut und sie täglich im Einsatz gehabt und muss sagen, dass ich sehr angetan bin. Im Vergleich zu den meisten anderen Portemonnaies mit integriertem Tracker wie dem Apple AirTag fällt die Geo Wallet vergleichsweise dünn aus, wie man hier schon sehen kann. Also hier ist sie mit Karten und Geld bestückt, wirkt natürlich etwas dicker. Im leeren Zustand ist sie dann nur 15 mm schmal. Ja, trotzdem sieht die Geo Wallet dabei aus wie ein handelsübliches Portemonnaie und bietet Platz für 9 Karten, 10 Geldscheine und bis zu 15 Münzen. Das passende Münzfach findet ihr im hinteren Geldscheinfach und das allerdings fällt das flexible Design ein bisschen zu locker aus, sodass es passieren kann, wenn man das Portemonnaie auf den Kopf hält, dass die Münzen herausfallen. Dafür gibt es allerdings eine kleine Lasche, die man da drüber ziehen kann, damit das dann nicht mehr passiert. Was die ESR Geo Wallet von den anderen Brieftaschen mit Tracker unterscheidet, ist unter anderem der wiederaufladbare Akku. Und zwar findet er sich unter den beiden Ausweisfächern und kann mit dem beiliegenden Ladegerät einfach wieder aufgeladen werden. Laut Hersteller bietet der Akku dabei eine Laufzeit von bis zu 5 Monaten, was schon mal einen absolut ordentlichen Wert bei der dünnen Größe darstellt. Ja, und da der Akku einfach über das beiliegende Ladekabel wieder aufgeladen werden kann, entsteht dabei im Gegensatz zum AirTag kein Müll. Das Tracking erfolgt dabei ausschließlich über Apples Wo-Ist-App. Android-Nutzer schauen dabei leider aktuell noch in die Röhre. Hier wird die Geo Wallet dann auch schnell erkannt und ist in wenigen Handgriffen einsatzbereit. Das Tracking via GPS funktioniert dabei tadellos und sehr genau. Da allerdings kein Ultra-Wideband-Chip verbaut ist, hat der AirTag hier bei der Wiederfindung natürlich deutlich die Nase vorn. Um das Portemonnaie dann aber doch wiederzufinden, kann die Geo Wallet über die App auch einen Sound abspielen und dann kann sie schnell und einfach geortet werden. Angeboten wird die Geldbörse dabei übrigens in 7 verschiedenen Farben, die allesamt auf eine hochwertige und angenehm griffige Kunstlederoberfläche setzen. Ja, alles in allem ist die Geo Wallet von ESR in meinen Augen ein interessantes Portemonnaie, wenn ihr im Apple-Kosmos unterwegs seid. Sie wird aktuell noch via Kickstarter im Crowdfunding finanziert und liegt dabei derzeit bei rund 41 US-Dollar. Später soll die unverbindliche Preisempfehlung bei 55 US-Dollar liegen, womit man immer noch deutlich günstiger fährt als mit den üblichen AirTag-Wallets. Wenn ihr mehr über die ESR Geo Wallet erfahren möchtet, dann lest euch doch einfach unseren Testbericht auf basictutorials.de durch, den wir wie immer natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt haben.